Die Perlbin-Hanson-Siedlung ist eine der größten Wohnhausanlagen Wiens. Sie befindet sich in Wien-Favoriten und zählt ca. 16.000 Einwohnerinnen. Mit dieser Anzahl an Einwohnerinnen ist sie ungefähr so groß wie die Stadt Eisenstadt. Entstanden ist die Perlbin-Hanson-Siedlung von den Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 70er Jahre ungefähr in verschiedenen Bauetappen. Sie war für ihre damalige Zeit eine sehr moderne Wohnhausanlage und bietet auch heute noch etwas, was man in anderen Stadtteilen sucht, unter anderem zum Beispiel einen großzügigen Grünraum. Für ihre damalige Zeit war die Perlbin-Hanson-Siedlung eine sehr moderne, zukunftsweisende Wohnhausanlage. Mittlerweile ist sie ein bisschen in die Jahre gekommen und auch aufgrund der sich veränderten Bedürfnisse und neuer Bedürfnislagen von neuen Bewohnerinnengruppen gibt es einiges nachzurüsten in dieser Siedlung. In diesem Sinn hat die IBA Wien eine Studie in Auftrag gegeben, eine Bewohnerinnenbefragung und geschaut, was könnten denn diese Themenfelder sein, anhand derer man die Siedlung modernisieren könnte. Wien hat ja einen Wohnbaubestand von 220.000 Wohnungen im Gemeindebau. Also es ist gar nicht einfach, hier Innovationen zu entwickeln, weil es so eine große Menge betrifft, die dann ja de facto Stück für Stück nachgerüstet werden müssen. Was hier in der Perlbin-Hanson-Siedlung im Ostteil passiert ist, war zuerst eine Befragung der Bevölkerung, was sie brauchen, was im Grunde die wichtigsten Änderungen sind, die für sie notwendig sind, um ins Gespräch zu kommen. Es ist sehr sensibel, in so einer großen Siedlung einfach mit Maßnahmen zu beginnen. Und es war auch sehr schnell feststellbar, Gemeindebauten, auch wenn sie ein wunderbares Ambiente zeigen, wenn man dorthin geht, sie haben trotzdem einen schlechten Ruf. Das hat sich über Jahrzehnte aufgebaut. Und es war daher für uns von besonderer Bedeutung, gerade in der Perlbin-Hanson-Siedlung mit einer Aufwertung, mit einer positiven Botschaft in dieses Gebiet zu gehen, weshalb wir begonnen haben mit einem Kunstführer. Das sind alles Kunstwerke, die in der Perlbin-Hanson-Siedlung vorhanden sind. In der alten Tradition des Gemeindebaus in Wien, wo mit kommunalem Wohnbau immer auch Kunstwerke einhergehen. Das hat sehr großen und sehr positiven Anklang in der Bevölkerung gefunden und hat den Weg geöffnet, jetzt auch weitere Maßnahmen gemeinsam zu besprechen, die dazu führen sollen, dieses Gebiet aus den 60er und 70er Jahren in die Zukunft zu transferieren. Das Thema Gemeindebau hat uns dann auch begleitet in einem anderen Projekt, Smarter Together, ein Projekt, das auch EU gefördert wurde und mit vielen Partnern versucht hat, die Thematik von Smart City in den Gemeindebau und in ein größeres Quartier im Simmering, im 11. Wiener Gemeindebezirk zu transferieren. Hier sieht man diese Gemeindebauten, die dort saniert wurden. Es wurde aber eine ganze Reihe von anderen Maßnahmen parallel dazu entwickelt und die Auseinandersetzung, die intensive Auseinandersetzung mit den Bewohnern und Bewohnerinnen vor Ort hat dazu geführt, dass man dort auch wirklich verstehen konnte, was ist es denn, was heißt denn Smart City, was heißt denn diese weitere technologische Fortschritt und diese Entwicklung und vor allem, wie können wir davon wirklich profitieren. Also man sieht sehr viele Aktionen, das gilt im Grunde für jede Strategie der Stadt Wien, dass sie immer den sozialen Aspekt in den Mittelpunkt drückt. Dass man in der Technologie weiß, wie die Lösungen aussehen, ist relativ klar, aber wichtig ist, dass es bei den Menschen landet. Und das ist hier im Projekt Smarter Together vorbildlich gelungen. Ja, die IBA Wien hat sich das Thema neues soziales Wohnen gesetzt. Das heißt aber nicht, dass es nur um sozialen oder nur um geförderten Wohnbau geht, sondern es geht um das Wohnen generell und um die Rahmenbedingungen und Umstände. Wir haben daher ganz bewusst auch einige Projekte ausgewählt, die im gebauten Gebiet und frei finanziert stattfinden und die trotzdem zeigen, dass auch bei frei finanziertem Wohnbau es möglich ist, soziale Verantwortung zu übernehmen und würdige Wohnsituationen zu schaffen. Der gemischte Block ist eines dieser Beispiele, wo ein privater Investor in einem zweijährigen Prozess, bevor er überhaupt mit der Entwicklung des Blocks begonnen hat, sich mit den dort ansässigen
Gewerbetreibenden und auch Mietern und Mieterinnen auseinandergesetzt hat, damit die nach der Transformation des gesamten alten Gründerzeitblocks auch wieder Rahmenbedingungen vorfinden, unter denen sie dort weiterbleiben können und der Gentrifizierung Einhalt zu gebieten. Das ist ein Paradebeispiel, wie es auch geht, und das wollen wir daher zeigen. Ähnlich sind die Projekte Apfelbaum zu sehen oder Pocket Manhattan, die sich ebenfalls mit privaten Eigentümern im dicht bebauten Gründerzeitgebiet auseinandersetzen und zeigen, wie man dort auch soziale Verantwortung übernehmen kann. Das Projekt Apfelbaum zeichnet sich durch eine vorbildliche Quartiersentwicklung im Altbaubestand aus. Der Projektentwickler hat mehrere Objekte in einem gründerzeitlichen Block gekauft und versucht, die entlang eines übergreifenden Campus zu entwickeln. Das Besondere ist, dass die Lebenswelt von Menschen mit und ohne Behinderungen hier auch im Vordergrund steht. Das heißt, alle Gemeinschaftsräume, alle Wohnungen, Dachterrassen und auch der Freiraum im Hof sind barrierefrei zugänglich. Das Motto von Pocket Manhattan lautet: Wer teilt, bekommt mehr. Auf benachbarten Grundstücken in einem Hausblock in Otterkring werden liegenschaftsübergreifend Nutzungsrechte getauscht und geteilt. Das heißt, es können zum Beispiel Hofanlagen gemeinsam genutzt werden, Gemeinschaftsräume eingerichtet werden, die allen Bewohnerinnen im Block zur Verfügung stehen, beziehungsweise eine Solaranlage, die nicht nur ein Haus, sondern einen ganzen Block versorgen kann.